Aloha und willkommen zurück zu The Outbound Ghost hier. Beim letzten Mal waren wir zurück in Ravenside und haben Frank erzählt, was mit Spam und Melke passiert ist, dass sie aufgestiegen sind. Dann waren wir beim Bahnhof in der Nähe von Central Outbound und dort sind wir auf Adrian gestoßen. Wir haben gegen ihn gekämpft, haben knapp gewonnen, sehr knapp. Und dann hatten Flutter und Adrian beide so ein Erinnerungsdingens. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Und jetzt sind wir auf einmal hier mit Adrian in Escales, der auch dieser Stadt wird auch als Kultstadt oder so nicht bezeichnet. Also ein Kult, ein Kult, ein ja, sowas in der Art. Und es ist sehr unheimlich still hier. Es ist beunruhigend still. Ihr könnt auch nicht zurück. Was ist hier? Aspect Gem, okay. Ist euch das immer gut? Hehe. Ich hab ein bisschen Angst. Was hier ist. Boom. Okay, hier können wir nicht hin. Ich mag diese Stelle nicht. Warum sind wir hier? They weren't kidding when they called those settlers cultists, huh? What were they called again? Legions or something? Warion Giants. Oh, schwieriges Wort. Warion Giants. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. That's what these settlers are called. Or I guess were called. Oh, I see. Do you know much about them? Wish I knew less, if I'm completely honest. What do you mean? Well, the Vanguards are such horrible people. They sail across the western seas and then come here in a pilgrimage. That doesn't sound too bad. Huh. Well, I called it a pilgrimage. Well, I called it a pilgrimage. It's more like a crusade. They take breaks on the coastal towns near the course, and well. They try to convert as many people as possible with underhanded tactics. Lots of younglings end up going away with them, only to never see their families ever again. I see. And why do they come here in the first place? What's so special about Escales? Beats me. Maybe they like to have an excuse to travel the world and cause havoc while they're at it. How do. Anyway, I'm going to continue my walk. See you, bud. Ah. Merkwürdige Leute, die also Kinder quasi hier anziehen wollen. Blume. Ja, Blumen gibt's hier genug. Ist da wer? Nee, das ist nichts. Das sieht nur so aus. Ist hier überhaupt jemand? Ach so. Ist Chaos Map, okay. Noch ein Speicherpunkt. Warum? Hey, können wir das anmachen? Nee.
Bone. Da ist noch was. Apple. Ja, diese Helferkarten. Jetzt könnten wir aber zurück zu in der Wüste für diese eine Insel. Aber dafür ist es jetzt ein bisschen. The science alone looks super messed up. Huh? Yeah. They're the ones they used to get the rookies. What do you mean? Well, they plant these across the coastal towns they visit. Naturally, people get curious and start asking about what they mean. That's when they getcha. They sell you this fantasy about going to paradise and living without remorse. The truth is, they just sent you to die. What the? How? You see that shoe stand over there? Aha, ja. Was ist mit dem? Yeah. Okay, well, you see that big statue over there? Ja. The creepy bird? Yep. Well, they do is... Well, what they do is they have you to drink the juice. Then they get you to walk up the altar and... That's it. Then you end up in the glorious paradise. What do you mean? I think you can put two and two together. It ain't regular juice, and the altar is just a glorified piece of stone. But that would mean that... Yeah, it's probably what you're thinking. Anyway, I'm gonna keep on walking. Catch up soon, you will, ja? Die sind nur aus, um die Leute umzubringen, um sie denken zu lassen, dass sie jetzt irgendwie heilig sind oder so eine Art? Was ist das für ein... Wer fällt denn darauf rein? Das ist ja schon ein bisschen grausam. Und deswegen sollte man niemals in eine Sekte reingehen. Wer weiß, was die alles für Scheiß machen mit einem. Einfach umbringen lassen. Quasi. Das ist immer noch so unheimlich. Gibt es noch andere außer wir beiden? So, what's the end goal of the... Where Giants... Oh Gott, das ist so schwierig auszusprechen. To understand and exploit figments. Wait, what? Daher kommen die Figments? They knew about figments? Huh, not only did they know about them, they also harnessed them. They were so proficient that they used them to do psychological warfare. They used figments of feeling that they thought the rookies would react to it and... They used figments of feelings that they thought the rookies would react to it and... Das wurde kurz durch den Kopf gehen lassen, was er gerade sagt. Um das zu verstehen. They used figments of feelings that they thought the rookies would react to and... Aha. Verstehe. Well... Then they'd exploit that and recruit them to do their dirty work. How come we never get taught this? About how they use figments, I mean. I didn't even know that figments existed until I got them. There are also so many legends about these were-rare giants. And yet, this is missing. There's a reason for that. They won't tell you outsiders about figments. If they somehow manage to find a way to use them, they lose their edge. Wait, so how do you know that they use them, then? Huh. Let's go to the altar. I want to show you something. Tu es lieber nicht. Ich glaube, das ist... Flatter? Wait, is that...
Flutter? Ah, what's that? Should I run away? Ja, besser ist das. Das ist hier doch ein bisschen creepy hier. What? Wo sind wir denn jetzt? Können wir irgendwas machen? Was ist das eigentlich? Nee. Ach. Kistenkampf. Na, okay. Hau. Da ist es schon 25% langsamer und ich treffe trotzdem das nicht. Weißt du, ich mache jetzt einfach mal. Oder. Nee, ich vergifte den doch mal. Und du machst Burn. Und nochmal Burn auf ihn. Oh, der eine ist fast tot. Du musst unbedingt heilen. Du musst nochmal burnen. Warum wieder auf ihn? Greif halt mal an. Wo sind wir? Wir sind nicht bei den SKs. Laut der Karte dort unten links. Das ist die Figments? But what if you're a kid not to confronting Flutter? And what if your friends are right? What if you just have to trust them and talk it out?
Yeah, you're just an inconvenience to them. You're just making them hate you by running away. Oh, wir müssen jetzt gegen die ganzen Figments kämpfen? Sind wir quasi in Adrian drinne und müssen jetzt seine Gefühle? Das ist ganz schön viel. Vielleicht besser den da machen. Burn auf ihn. Was machen wir mit dem? Du machst viel zu viel Field-Dingens. Dann verstärkt uns halt eben. Ach Gott, dammit, natürlich machst du das jetzt. Nein. Ja, du musst unbedingt... Ich bin doof. Er hat ja noch dieses Cursed gehabt. Wir brauchen unbedingt Requests. Das ist unser wichtiger Teil. Heilen. Zählt es auch für das andere, wenn wir durch Tasse geheilt werden, wenn wir cursed haben? Level 34. Wir sind halt ein Level drunter.
auch immer nur auf ihn. Lass dich doch mal in Ruhe! Haben wir irgendwas, was Kerl als Erd machen? Irgendwas, was... War klar. Du machst Burn-off. Ihn. Ist irgendwas anderes noch? Du hast das ganze viel Dingens. Goddammit. Wir haben immer noch Plus. Das ist doch hier für ihn. Machen wir nur leicht Minus. Ja. Ja, natürlich. Hast du noch was? Du hast auch noch viel Tiere. Das machen wir wieder plus. Ja, war klar.
Alter Schwede, mach, lass das doch mal sein jetzt. Ich kann das nicht machen, sonst. Vielleicht hat übelst vergiftet, aber ich mach's einmal. Ja. I'm dead. Ernsthaft? Schon. Au. 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 Wir können unsere Heiler nicht mehr heilen. Wenn das so weitergeht. Aber auch wenigstens Heiler auf ihn. Viel machen, nicht wahr? Yes. Kannst du nicht? Ach ja, wegen Gifts. Das stimmt. Geh weg. You
Hallo. Du kannst wieder Burn einsetzen, eigentlich gerade. Und du bist tot. Noch nicht ganz. Jetzt bist du tot. War klar. War auch klar. Das ist 1 gegen 1. Er hat mehr KP als ich, das heißt, ich werde verlieren. Ja, wir verlieren. Ich hasse es. Was sollten wir als erstes loswerden? Das Ding in der Mitte? Vielleicht. Oder auch nicht.
machst du halt. Burn auf das Ding. Warum immer auf ihn? War ja klar. So, yes. Es. Wir können es jetzt schon nicht mehr schaffen. Ja, sicher. Das können wir uns auch nicht mehr heilen selbst. Könnte schon nicht mehr schaffen. 2 gegen 1, das geht einfach nicht.
Okay, das ist der letzte Versuch für diesen Part. Und das Schlimmste ist, es wird noch nicht vorbei sein. Wir müssen wahrscheinlich gegen alle Figments kämpfen, die wir haben. Warum müssen die auch so unheimlich viel KP haben? Und übelst nerven! Hast du vielleicht noch was anderes? Du machst jetzt anderes als... Das Power of the Bones. Mimikry. Jetzt lass es doch mal sein. Das ist doch hier für ihn. Dammit. Das hätte treffen müssen jetzt. Ja, war klar. Nimm doch erstmal Hilfe ihn. Ja, ich brauche Field hier jetzt. Ja, keine SP mehr. Das kommt besser hier für ihn.
mal sein. Das ist was normal. Viel Tier für uns. Ah, ja, sicher. Ich bin doof, ich wollte eigentlich Heal machen, ich Idiot. Ah, ich mach grad so viele Fehler. Wir haben nochmal Burn für ihn. Er ist halt vergiftet. Neun macht ein Angriff. 9, 18, 27. Das können wir nicht riskieren, weil wir... Thank you.
War klar. Wieder heilen. Vielleicht hätte ich mehr Feti machen sollen. Genug für Feti? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann mach, lass doch hier auf dich selber. Wahrscheinlich ist das gleich Verschwendung, oder? Mach sie jetzt fertig. Danke. Ist der schon mal weg? Jetzt heißt es 4 gegen 2. Das ist ja hier für ihn. Ich kann ja nicht heilen. Warum greife ich denn den an? Mehr.
2 gegen 3. Was war hier für ihn? Ist er hier für mich? Na klasse. Du kannst jetzt ausweise auch mal angreifen. Ich hätte das Biestchen machen sollen, na egal. Ich mache jetzt gleich fertig. So. 1 gegen 3. Nochmal SP-Stil. Du machst nochmal Burn. Okay, letzter Angriff und erledigt. Oi, 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 oi. Das war jetzt echt ein anstrengender Kampf. Also Entschuldigung, dass ich echt so ruhig war die ganze Zeit, aber ich musste mich konzentrieren, dass ich auch ja nichts falsch mache, dass ich es hätte vielleicht besser laufen können, aber ja, so geht's halt auch. Und der Part ist auch wieder so groß. Wegen diesem einen Kampf. Also, ich will den Part nicht noch größer werden lassen. Also beende ich den diesmal an der Stelle schon mal. Also super leid, Leute, dass heute wirklich gar nichts passiert ist. Außer diesem einen Kampf. Aber ich denke, es wird so weitergehen in den nächsten, bei den nächsten Malen. Ich hoffe, ein bisschen leichter als jetzt. Aber bis dahin sage ich dann, bis dann und Aloha.